heiße Elias Joya. Ich heiße Aslan Kaya. Wir sind Schüler von der VBS Aargarten. Und wir interviewen ein paar Personen für Okto. Über Donald Trump. Und fangen wir an. Dann filmen wir noch weiter oder sowas. Ja, man kann eigentlich nichts mehr machen. Ganz ehrlich, weil Hillary Clinton wäre genauso wenig die Richtige dafür gewesen, weil beide ziemlich rechts sind, meiner Meinung nach. Es hat seine guten und auch seine schlechten Seiten. Wir können jetzt nichts daran ändern, aber wir sollten die guten Seiten dessen sehen. Viele sind dagegen, dass er Präsident geworden ist, andere feiern ihn dafür, dass er Präsident geworden ist. Es kommt halt jetzt auf die Personengruppen darauf an, was sie jetzt aus der ganzen Sache draus machen. Kriegsgefahr mit Donald Trump, erklären kann ich ihm das so. Er will ja die Mauer Mexiko zahlen lassen. Natürlich lässt sich das kein Staat gefallen von einem einfältigen Mann. Und da glaube ich, dass es zu Streitereien zwischen Mexiko und USA führen wird. Naja, die Republikaner haben ihn gewählt. Jetzt sind sie wieder unzufrieden damit, dass er gewählt wurde und jetzt Präsident ist. Also es wird wahrscheinlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem nächsten Kandidaten sein. Wenn es mit folgenden Punkten weitergeht, glaube ich schon, weil es gibt sehr viele Republikaner in den USA. Aber ich finde, also ich glaube eher schon. Aber ich hoffe nicht. Also ich bin, Hillary Clinton ist auch nicht die Beste, aber danke sehr. Danke sehr.